Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Wolfram Pemp ist neuer Antisemitismusbeauftragter der Berliner Polizei. Unterschriften für den Klimanotstand. Und das Wetter: in den kommenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am 20. August 2019. Innensenator Andreas Geisel und Polizeipräsidentin Barbara Slowik haben am Dienstagmittag im Polizeipräsidium mit Kriminaldirektor Wolfram Pemp den neuen Antisemitismusbeauftragten der Polizei Berlin und seinen Stellvertreter Dietmar Ring vorgestellt. Pemp soll zentraler Ansprechpartner für das Thema Antisemitismus sein, sowohl intern als auch nach außen. Das neue Amt sei notwendig geworden, um auf die Zunahme bei antisemitischen Straftaten zu reagieren, hieß es. Außerdem soll Innenstaatssekretär Thorsten Ackmann einen runden Tisch gegen Antisemitismus einberufen. Daran teilnehmen sollen unter anderem Vertreter jüdischer Organisationen, der Politik und der Polizei. Wir beobachten beispielsweise in der Gesellschaft eine immer stärkere Diskussion, die wir vor kurzer Zeit als rechtsextremistisch eingestuft hätten, die ist jetzt in die Mitte der Gesellschaft gerutscht. Tabus, die wir gehalten haben, sind an der Stelle gebrochen, und mit Worten fängt es an, mit Taten geht es weiter, und deshalb ist es Zeit, dem Einhalt zu gebieten. Wenn wir uns in der Gesellschaft umgucken, dann stellen wir, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen eine zunehmende Polarisierung fest und manchmal auch eine zunehmende Verrohung. Das geht durch unterschiedliche Bereiche und auch betrifft unterschiedliche Phänomenbereiche, so auch das Themenfeld Antisemitismus. Und ich glaube, es ist Aufgabe für uns alle, für die Polizei Berlin, aber auch für alle anderen gesellschaftlichen Akteure, da Haltung zu zeigen und klare Kante. Ein breites Berliner Bündnis hat innerhalb von 3 Monaten 10.000 Unterschriften für die Ausrufung eines Klimanotstands in der Hauptstadt gesammelt. Die Politik müsse entschlossener gegen Klimawandel und Erderwärmung vorgehen, sagte Sprecher Marco Döhre anlässlich der Übergabe der Unterschriften an Abgeordnetenhauspräsident Ralf Wieland. Für eine derartige Volksinitiative als Massenpetition sind mindestens 20.000 gültige Unterschriften nötig. Da für den Klimanotstand deutlich mehr zusammenkam, muss sich das Parlament nun mit der Thematik befassen, vorbehaltlich der Prüfung der eingereichten Listen. Nach längerem Hin und Her hat der Berliner Senat einen neuen Stadtentwicklungsplan Wohnen beschlossen. Der Step Wohnen 2030 bildet einen Rahmen für die weitere bauliche Entwicklung der Stadt. Knackpunkt war das von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher in dem Plan verankerte Ziel, bis 2030 rund 200.000 Wohnungen in der Hauptstadt zu bauen. Einige in der SPD, nicht zuletzt Regierungschef Michael Müller, war das angesichts der wachsenden Einwohnerzahl zu wenig ambitioniert. Daher stoppte Müller die Beschlussfassung vor einigen Wochen und forderte Nachbesserungen. Nunmehr werden in einem Anhang des Plans Maßnahmen aufgelistet, um den Wohnungsbau auszuweiten und zu beschleunigen. Arbeitnehmer in Berlin müssen besonders gut ausgebildet sein, eine unbefristete Stelle oder ein Tarifgehalt bekommen sie aber vergleichsweise selten. Das geht aus einer Arbeiterbefragung durch den Senat hervor. Demnach haben 13% der Beschäftigten einen befristeten Vertrag, deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt. Jeder zweite dieser Verträge ist sachgrundlos befristet, mit steigender Tendenz. Ein Tarifgehalt bekommen noch 46% der Beschäftigten, auch hier liegt Berlin unter dem Bundesdurchschnitt. Deutlich drüber liegt die Bundeshauptstadt jedoch mit diesem Wert. 59% der Betriebe stellen nur noch Leute ein, die eine berufliche oder akademische Ausbildung haben. Und der Bedarf wächst weiter, wie Arbeitssenatorin Elke Breitenbach deutlich machte. Der Berliner Arbeitsmarkt entwickelt sich immer mehr in Richtung Fachkräftearbeitsmarkt und die Probleme bei der Besetzung offener Stellen wachsen. Senat und Gewerkschaften forderten die Betriebe auf, mehr junge Leute auszubilden. Die Wirtschaft widersprach. Viele Lehrstellen blieben unbesetzt, weil talentierte junge Leute fehlten. Bei der Schule bliebe die Politik in der Verantwortung, betonten etwa die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Die Zahl der Arbeitslosen in der Stadt war in den vergangenen 10 Jahren um ein Drittel gesunken. Im Juli waren 156.498 Menschen offiziell arbeitslos gemeldet.
Am Dienstag öffnete in den Gropius-Passagen eine Ausstellung mit Workshops und viel bunten Programmen als offizieller Start des von Bund und Bezirk geförderten Bauhausjubiläums Werkstoff Gropiusstadt. Bis zum 30. November kann man dann im Süden Neuköllns auf den Spuren von Walter Gropius wandeln. Ab sofort können in den Gropius-Passagen bis zum 2. September Fotografien von Ralf Dewes bestaunt werden, welcher die Strukturen der Bauhausarchitektur der Gropiusstadt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln zeigt. Außerdem sind die Werkstätten mit unterschiedlichen Workshops zur Typografie, der Stadt aus Pappe, Collagen und eine Fotoaktion für Center-Besucher täglich kostenlos zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Ab dem 31. August startet dann Werkstoff Gropiusstadt an verschiedensten Orten im Kiez. Das von Brand Verein für Theatrale Feldforschung e.V. gestaltete Programm untersucht die heutige Bedeutung des Bauhauses in 5 Teilobjekten, einer Ausstellung im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, einem Performance-Parcours, den Bauhauswerkstätten, einer Lichtinstallation sowie der partizipativen Aktion Europa 2100. Anlässlich des Bauhausjubiläums wollen wir so zeigen, dass die Gropiusstadt eben auch ein Teil des Bauhaus ist, was viele nicht wissen. Das ist die letzte Siedlung, die Walter Gropius geplant hat und verantwortet hat. Und deswegen sollte hier in Berlin eben auch das Bauhausjubiläum vorkommen. Und wir laden Menschen ein, zusammen mit der Künstlerin Sophia Boccardi einen Workshop hier zu machen. Nachts wolkig und im Südosten leichter Regen, zum Morgen hin meist trocken und teils nur gering bewölkt. Tiefstwerte 14 bis 9 Grad, in Berlin um die 13 Grad. Schwacher Wind aus Nordwest. Am Mittwoch freundlich mit längerem Sonnenschein, am Nachmittag auch wolkige Abschnitte und weitgehend trocken. Erwärmung auf Höchstwerte in Berlin um die 23 Grad, schwacher Wind aus vorwiegend Nordwest. Von Donnerstag bis Samstag unter Hochdruckeinfluss, oft sonnig und warm, verbreitet sommerlich.